Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und wir versuchen hier gerade zu überleben, währenddessen hier ein Bär irgendwo rumschleicht und uns töten will. Muss ich echt aufpassen. Gib mir das Zeug, gib mir das Zeug, das habe ich gesehen. Wo ist es hingeflogen? Ist meins. Weg, weg. Ah, ich sehe hier nur Blätter. Irgendwas Schweres ist da doch weggeflogen, oder nicht? Naja, was soll's. Theoretisch kann ich alle Bäume so anhacken, ne? So. Ich hack sie einfach nur an. Ne? Sodass, wenn ich wirklich Holz brauche, ich nur einmal zuschlagen muss. Und bis dahin... Ist verwirrt. Da waren zwei Bäume in einem. Sind hier noch mehr Bäume drin? Nein. Doch! Offensichtlich ist da noch ein Baum. Sind da drei Bäume in einem drinne? Das ist nicht ein Überraschungsei. So. Bäume nur anschlagen. Ich glaube, das ist eine richtig gute Taktik. So liegt auch nicht so viel auf dem Boden, weißt du? Das ganze Holz verteilt sich nicht. Ich glaube, das ist perfekt. Es wird natürlich langsam wieder dunkel. Wie sieht es aus mit unserer Müdigkeit? Geht so, Hunger ist hoch. Stimmt. Wir wollten noch einen Grill bauen, ne? Wir haben so viel zu tun, bevor uns richtig gut geht. Grill, ja, habe ich doch davon was? Wo bin ich? Okay, alles gut. Habe ich noch Scraps? Habe ich nicht, ich muss wieder rausgehen, ne? Doch, habe ich, oh mein Gott. Danke Gott. Bauen wir uns hier einen Grill auf. So, perfekt. Gut, dann holen wir uns das Fleisch, das eigentlich noch recht fit aussieht, ne? Aber zuerst... Also, ich sollte zuerst das Fleisch drauflegen. Definitiv. Jetzt ergibt nämlich das Feuer auch einen Sinn. So, du kommst auch noch mit. Ach, da ist der Grill. Okay. Die Frage ist, wo sind meine Streichhölzer? Die müssten eigentlich noch hier sein, ne? Ah, oh, schön. Kriegen wir nämlich auch was zu essen. So, dann brauchen wir noch Feuerholz. Habe ich ja zum Glück genug. Hä, wo bin ich? Da. Ich bin so verwirrt. So, Feuerholz. Und Feuerzünder. Mein schönes Zeug. Successrate 60%. Am Arsch. Na, wenigstens gilt das Essen jetzt. Kannst mir gleich reinziehen. Ob ich auch Blätter verwenden kann? Ist eine gute Frage. Gut, dass du gefragt hast. Alles voller Holz. Ich weiß nicht, was ich mit diesem ganzen Holz anfangen soll. Vielleicht brauche ich mir irgendwann eine zweite Hütte hier hin. So, okay. Dann mal los. Drei Stück, komm schon. Bitte drei, mach drei draus. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Drei Stück. Schaffe ich das noch vor Einbruch der Dunkelheit? Ich glaube schon. Die ganzen angesägten Hölzer. Komm schon. Wie viel brauche ich? Drei waren das, ne? Drei. Gib mir drei. Auf Anhieb, bitte.
Ja, ich weiß, ich bin am Verhungern und es wird dunkel. Shit. Eins, zwei, drei, perfekt. Eins, zwei, drei. Die ganze Sache ist jetzt vorbei. Oh, Freude. Mein ganzen Stuff hier mitnehmen. Damit wir so viele Pfeile wie möglich bauen können. Und Berli, du kriegst aufs Maul. Ich sag's dir, du kriegst aufs Maul. Ist das Essen schon fertig? Schön. Okay, so kann ich damit leben. Also aber wirklich fertig, ne? Vegan Animal Meat, Burn. Geil. Mein Durst geht runter. Warum macht mir irgendwie das Leben so schwer? So, dann gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Ach, können wir ja gar nicht. Wir haben ja eine vollgefüllte Wasserflasche. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine leere Wasserflasche. Einfach damit wir eine volle haben und eine leere. Und meine Axt ist so gut wie am Arsch. Geilo! Ich will was trinken. Gib mir was zu trinken. Und es ist jetzt Nacht. Gut, dann können wir jetzt auch schlafen gehen. Welche Taste war das? 7. Ich erinnere mich, 7. Wird zwar um 6 hell, aber wir schlafen einfach mal ein bisschen länger. Wieso ist es jetzt 3? Ich wollte 8 Stunden schlafen. Ach so. Es war noch recht früh, als ich schlafen gegangen bin, ne? Kein Problem, ich setze noch mal 3 Stunden drauf. Ich war eh noch nicht ganz wach. Perfekt. Timing. Du kannst genau die ganze Nacht durchschlafen. Das ist gut. So, Pfeil und Bogen, Freunde. Pfeil und Bogen. Gib mir das Zeug. Ich dachte, ich habe 3. Ich brauche noch einen. Jetzt mir den ganzen Shit aus meiner Wohnung entsorgen. Raus mit euch. Oh, das Fleisch ist bestimmt verkohlt, oder? Nö. Alles gut. Aber es macht durstig. Sehr, sehr durstig. Aber wir haben jetzt was zu essen. Das ist doch die Hauptsache. Ich hatte es die ganze Zeit in meinem Schrank. Okay, wir können den Bogen herstellen. Alles gut. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Sticks. Und das getrocknete Zeug, falls es denn schon fertig ist. Wie viele Sticks habe ich gebraucht? Eigentlich kann ich alle herstellen, ne? Ich kann das auch hier machen. Level 1. Das sah so aus, als hätte ich es gratis bekommen. Na gut, wir haben jetzt Sticks ohne Ende. Wir brauchen jetzt nur noch das getrocknete Zeug. Ist es denn schon trocken? Ich kann das noch nicht herstellen. Dry Meat. Muss ich das hier herstellen? Brauche ich dafür noch Salz? Brauche ich Salz dafür? Ich weiß nicht, wie das Scheiß-Ding funktioniert. Wollt ihr mich jetzt verarschen?
Wieso kann ich hier irgendwas bauen? Achso, nee, alles gut. Aber ich muss erstmal das Dry Meat herstellen, damit ich es hier hinhängen kann. Jetzt wird ein Schuh draus. Oh, da ist noch Essen drauf. Nehmen wir eine Portion mit. Ja, dann müssen wir jetzt losgehen, wieder ein bisschen was erkunden. Sonst sind wir arm dran irgendwann. Schade, ich hätte gerne eine Waffe gehabt. Soll halt nicht sein. Ja, gut, das essen wir hier so, zack. Ja gut, den Rest werfen wir hin. Die Feder vielleicht nicht unbedingt. Die packen wir dann mit hier rein. Cool, das geht sogar. Den Hammer brauchen wir unterwegs nicht. Die Axt ist sowieso fast kaputt. Was brauche ich, um eine neue Axt herzustellen? Small Animal Trap, okay. Man kann keine neue Axt herstellen. Wir müssen eine Axt finden, Freunde. Cool. Ich werde die Axt auf jeden Fall hier lassen. Die Waffe bringt mir wahrscheinlich auch nicht viel, ne? Wie viel Schuss habe ich? Zwei. Im Zweifel haben wir eine Waffe. Ich meine, die geht uns ja, obwohl die geht uns verloren, ne? Wenn wir sterben. Sie verliert an Haltbarkeit. Wenn man stirbt, verlieren die Sachen Haltbarkeit, beziehungsweise du wirst sie verlieren. Und gehen wir da hinten erstmal die Häuser und hoffen einfach auf das Beste. Dass wir irgendwie fündig werden. Oh nein, ich. Nein, 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 nein. Ich sehe den Nebel kommen. Ich sehe den Nebel kommen, Freunde. Nicht mit mir. Dann bleibe ich lieber noch eine Runde zu Hause. Ah, nehmen wir noch ein paar Sticks mit, solange es noch geht. Ja, da wird's nämlich. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen. Alter Schwede. Stell dir vor, ihr geht gerade los, seid mitten im Nirgendwo und dann plötzlich kommen die Zombies. Das ist auch das Problem, warum ich noch nicht so weit weggehen kann. Mir fehlt halt Pfeil und Bogen. Mir fehlen halt Sachen, um mich zu wehren, ne? Habe ich mich jetzt selbst verarscht? Ne, das war neblig, ne? Das war neblig. Es ist immer noch neblig. Habe ich jetzt umsonst geschlafen? Ich glaube ja fast schon. Wir riskieren es einfach. Was soll schief gehen? Wenn der Nebel kommt, dann gehe ich ins Haus und kauere mich in irgendeine Ecke. Ich hoffe, dass ich überlebe. Es sieht halt so aus, als wird der Nebel jetzt kommen. Ach, gucke mal. Hier kann man auch wohnen. Das ist nur so eine Mini-Hütte. Aber direkt am Wasser, Leute. Direkt am Wasser. Wie cool wäre das denn? Ey, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich mir schon eine Butze ausgesucht. Dieses Auto scheint sehr intakt zu sein. Natürlich kann man das nicht fahren. Okay, ich muss diese Stealth-Aktion versuchen. Ah, die sind zu zweit. Ich werde übelst aufs Maul kriegen, aber ich muss es lernen. Das ist echt eine scheiß Situation gerade. Lauf, 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 dick dich. Es ist nur mein Arm. Alles gut, nicht so schlimm. Erinnert mich so ein bisschen an an den Bauernhof in The Walking Dead. Ist es möglich? Is it possible? Guck mal, da ist die Scheune. Wobei da ein paar mehr Scheunen sind.
Oh Mann, ich muss da in dieses Haus. Hier ist irgendwas Krasses drin. Zombies? Kann man sich noch weiter hinlegen? Nein. Bitte. Er kam gerade die Treppe runter. Oh. Ich habe die Wasserflasche verloren und die Waffe. Nicht dein Ernst. Jetzt bin ich auch noch Bluter. Ich habe alles verloren, bis auf mein Kampfmesser. Sterben ist nicht witzig. Ich muss die Waffe zu Hause lassen, bis ich ordentlich Munition habe und dann einfach alles wegknallen. Hätte ich jetzt Pfeil und Bogen? Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte den sowas von Headshot verpasst. Ich hätte draußen gestanden, hätte gewunken und gelacht, währenddessen die sterben. Und so eine Stealth-Aktion ist echt nicht leicht. Jetzt sind wir auch noch so verwundert, dass ich das nicht mehr machen kann. Bitte! Was ist denn los mit dir? Wird doch trocken. Hier kriegst du auch Holz. Ja, Hauptsache das Fleisch habe ich noch. Geil. Dann müssen wir woanders hingehen. Scheiße. Scheiße. Alles verloren. Okay. Ich blute ja nicht mehr, ne? Ich bin hier nur verwundet. Dadurch, dass ich gestorben bin, ist das ja so semi geheilt. Wir laufen einfach in die Richtung. Ich meine, was soll passieren? Wir haben schon alles verloren. Ich muss sagen, diesen einen Zombie, den ich getötet habe, der ging leicht, aber der gerade eben nicht. Ah, guck mal hier. Kann ich nur nicht benutzen. Geil. Kann man hier irgendwas anfangen mit dem Ding? Was man da nicht alles braucht, Räder und so ein Kram. Okay, wir gehen einfach mal los und erkunden die Welt. Ich meine, was haben wir zu verlieren außer unser Bein? Es ist echt kacke. Du musst dir Sachen zusammenfinden, weißt du? Aber das kannst du nicht, weil überall diese dämlichen Zombies sind. Was sollst du denn da machen? Hier waren wir ja schon zu Genüge. Vielleicht ist die Waffe wieder da. Zweifel ist zwar stark, aber egal. Guck mal, hier ist ein D-Set. Nimm das doch mit. Was ist denn los mit dir, Dude? Ich dachte, wir brauchen das Zeug. Können wir vergessen. Ist alles schon gelootet von uns. Gehen wir da hinten in die Stadt. Hoffen einfach das Beste, dass da keine Zombies sind. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass Nebel aufkommt. Aber dann müssen wir damit leben. Oder einfach sterben. Wisst ihr, wenn ich in so einem Horrorfilm wäre, und mich irgend so ein Psychopath jagt, ich würde mich dem Ganzen einfach stellen, weil ganz ehrlich, der bekommt dich doch sowieso. Und so ist es auch gerade mit den Zombies. Wozu? Ist da hinten der Bauernhof? Bin ich im Kreis gelaufen? Wozu ein Risiko eingehen, wenn man die ganze Sache doch einfach beenden kann? Ich war hier schon mal, oder? Bin ich hier gestorben? Das kommt mir so sau bekannt vor. Woher? Waren wir hier? Nee. Die Mauer kam mir nur irgendwie bekannt vor. Aber cool, hier ist eine kleine Siedlung. Da ist ein Tor, da kommen wir höchstwahrscheinlich nicht durch. Und eine Bushaltestelle. Cool. Die bringt dich bestimmt zum DLC. Ob hier irgendwer lebt? Oh, ein Ersatzmesser. Dankeschön.
Habt ihr vielleicht noch Pfeil und Bogen für mich? Das wäre auch ganz cool. Das sind meine Schritte, oder? Hier sind nämlich frisch gefällte Hölzer. Hier scheint niemand zu sein. Ich komme mir so beobachtet vor gerade. Hier, frisch gefällt. Ich habe irgendwem sein Stuff geklaut. Nicht mein Problem. Viel Spaß beim Sterben. Ich guck mir das hier mal an. Puff, tot. Kommt einer rausgeschossen und tötet mich. Ist das Munitionskisten? Irgendwas Zerbrechliches ist auf jeden Fall drin. Ne, hier kommt man nicht hin. Ist wahrscheinlich für später, wenn man die Welt noch irgendwie erweitern möchte. Na gut, dann laufen wir weiter rum. Wir werden höchstwahrscheinlich sterben, weil man weiß im Endeffekt nie, wo jemand drinne wohnt, der dich umbringen will. Das ist wie im echten Leben. Das haben die echt realistisch hingekriegt. Und ich höre die ganze Zeit Fußstapfen hinter mir. Das sind meine eigenen, ich weiß das. Aber dieses Spiel macht dich so paranoid. Oh Gott. Gib mir ein Loot-Himmel. Da hinten ist noch ein Parker. Hier kann man hoch. Weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt schon will. Wer weiß, ob da oben ein Drache ist oder so. Man weiß es nicht. Hier ist ein Weg. Gehen wir hier erstmal hin. Hoffen wir, dass wir das überleben. Könnte eine Falle sein. Ich habe noch keine Schusswaffen, mich zu wehren. Ist das ein Haus, wo ich wohnen könnte? Ja, okay, dann könnte es hier safe sein. So, ich bin hier gerade ein bisschen durstig, aber wir essen erstmal vorher was. Nice, 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 nice. Mehr tragen ist immer gut. Oh, Inventar erweitert. Und ich habe eine Axt. Guck mal, da ist schon wieder der Bauernhof. Ist die Map so klein oder laufe ich im Kreis? Ach, hier hinter ist ja gar nichts. Vor allem, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Wie soll ich nach Hause kommen? Ich würde nämlich sehr gerne die Axt sichern. Also wenn hier der Bauernhof ist, ne? Ist hier noch irgendwas im Auto drin? Nice, danke. Und den haben wir nämlich auch mit. Wenn hier der Bauernhof ist, wo ist dann meine Butze? Wo ist das Bauernhaus? Ich sehe das Bauernhaus nicht. Ist das der gleiche Ort? Ich weiß nicht. Sieht so anders aus. Ich sehe hier das Bauernhaus nicht. Was haben wir denn da für eine große Butze?
kann man hier hinziehen? Ich meine, ich habe schon ein Haus. Ich brauche eigentlich nicht noch eins. Und Wasser sieht ja auch nicht wirklich in der Nähe aus, ne? Irgendwas hier drin? Nein. Aber sieht nicht so aus, als könnte man hier einziehen. Nee, kann man doch nicht. Schade, das ist aber ein schön großes Haus, muss ich sagen. Zombies? Ich kann nichts mehr tragen. Mist. Survival. Das Blatt kann weg. Sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was hinter dieser Tür steckt. Habe ich eine Crowbar? Nein. Okay, hier ist abgeschlossen. Zwei Dinge, die schon mal abgeschlossen sind. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder herfinde. Das wird die Zeit zeigen. Als allererstes muss ich nach Hause finden. Ich hatte als Orientierungshilfe mal einen Berg. Ihr seht aber schon das Problem. Nö, um uns herum sind nur Berge. Wie findet man da nach Hause? Ich hoffe, ich verblute nicht. Ich muss nach Hause. Habe nicht mal ein Anhaltszeichen, wo ich bin. Und es ist jetzt 14 Uhr. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, nach Hause zu kommen. Bisschen ungünstig jetzt. Ich habe eine Axt, die muss ich nach Hause bringen. Habe ich, wieso hat man hier keine Karte? Ich meine, ich bin erstmal froh, wir sind weiter vorangekommen. Wir haben unser Inventar jetzt erhöht, ne? Also schon mal anfangen. Weil da hinten sind ja die ganzen Silos. Das heißt, es muss da hinten sein. Und ich muss auf meinen Fuß aufpassen. Der war so gut wie verheilt. Ich meine, es ist sowieso bald nachts und ich kann schlafen. Aber es ist trotzdem blöde. Ach stimmt, Hühner. Hier gibt es ja Hühner. Keine Zombies, ne? Ein Reifen. Okay, wir haben schon mal einen Reifen bekommen. Schon mal anfangen. Das heißt, man muss bei den ganzen Autos vorbeischauen. Und wir haben einen Benzinkanister. Wir haben schon zwei Sachen fürs Auto gefunden. Wenn wir ein Auto haben, können wir auch richtig sicher reisen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Ich werde mich so verlaufen. Oh nein. Okay, Leute, schließt Wetten ab. Werde ich mein Zuhause wiederfinden? Ja oder nein? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich bezweifle es stark. Ich bin schon mal dagegen. Mal schauen wir mal. Hast du was Neues für mein Auto? Nein. Der Nebel. Ich bin so am Arsch. Darf mich nur nicht erwischen lassen. Kann ich hier einfach schlafen? So eine Stunde?
Wieso bin ich verwundet? Ich dachte, ich war geheilt. Oh, der war auch nirgendwo ein Haus in der Nähe oder so. Ich hab den Reifen verloren. Ich hab so viel Zeug verloren. Naja, gut. Werfen wir erstmal. Ich habe drei Messer gehabt. Ja gut, das hier ist jetzt sowieso kaputt. Das kaputte packe ich jetzt mal hier hin. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie mal noch auseinanderbauen können. Aber die Axt hat es nicht erwischt. Die Axt hat es nicht erwischt. Das ist schon mal gut. Und ich habe noch den Benzinkanister. Die Schweine. Gut, Freunde. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann schauen wir mal. Hau rein, euer Zero. Tschüss.